Hallöchen, willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Ja, die Pause ist vorbei und es kann weitergehen. Wir spielen jetzt mit der Version 1.4.6 mit einer neuen Playlist-Musik, die ich selber erstellt habe. Und ich glaube, wir quatschen nicht mehr lange, sondern legen gleich wieder weiter mit dem, was wir eigentlich vorhatten. Und zwar möchte ich zuerst... Oh Gott. Ich glaube, zunächst sollten wir hier dieses Loch hier stopfen. Ich habe auch alle Items einsortiert. Also, ja, falls ihr euch jetzt wundert, warum die Items jetzt so schön einsortiert sind, habe ich kurz vor der Pause noch schnell gemacht. So, zuerst brauchen wir Holz. Wird. Hier. Ja, das Dschungelwurz sollte ich vielleicht nicht nehmen. Ich nehme besser das hier. Ja. Okay, jetzt bauen wir uns eine Treppe und stopfen dann dieses Loch. Kann doch sein, dass wir... Ich glaube, ich soll vielleicht schauen, ob wir noch eine Treppe übrig haben. Hier ist nichts. Ich habe das auch so schön beschriftet. Jetzt Tränke. Hund. Was? Hund? Ja. Bauzeugs. Jawohl, da ist eine Treppe. Eine brauchen wir. Eichenholztreppe. So, hier bauen wir es einfach mal hin. Zack, ach verdammt. Egal, lass uns jetzt einfach mal so, das ist ja... Oder, komm, machen wir es gleich weg. Sonst vergessen wir es. Komm, ich bin es jetzt nicht mehr so gewohnt, dass alles so schön einsortiert ist. Gut, wo ist denn die Holz-Axt? Ich muss mich erst wieder ein bisschen einspielen in Minecraft. Und ich glaube, die Musik ist ein bisschen zu laut, kann es sein? Naja, falls sie zu laut ist, dann... Ne, ich glaube nicht, dass es zu laut ist. Keine Ahnung. Ich glaube, ich mache es doch ein bisschen leiser. Moment. So, ich habe es leiser gemacht. Ach ja, unser Musikzimmer. So, schauen wir mal, was wir hier haben. Hä? Achso, das waren die neuen Geräusche. Es wurden ja neue Geräusche eingeführt in Minecraft. Unter anderem, wenn man eine Treppe hochläuft. Oder eine Leiter in diesem Fall. Und da ist auch noch ein Loch, das wir stopfen müssen. Und es wird Nacht. Hört ihr das Geräusch? Ach, wie schön. Schwein? Wo? Auf unserer Farm? Nee. Hä? Ach, leck. Nee, Quatsch, das ist ein Hangover. I got a hangover. Oh. Na komm, jetzt wird schneller Nacht. Na los, jetzt! Schauen wir unser Lock einfach mal an. Oh, verbuggt. Verdammt. Wahrscheinlich ein Bug. Komm schon, Sonne, geh unter. So wie du es gestern mal am 21.12. machen wolltest. Genau jetzt können wir pennen. Haha. Wer wagt es mich, mich hier zu stören? Was hatten wir eigentlich vor? Wir wollten ja eine Höhlenerkundung machen, ne? Aber ich habe ehrlich gesagt jetzt keine Lust auf eine Höhlenerkundung. Erstmal muss ich hier mich wieder einspielen. Ich würde sagen, ich nehme ja jetzt einen Zuckerraum mit. Ein bisschen Nahrung und so für später. Vielleicht können wir uns dann noch einen Kuchen machen. So, hier haben wir auch ein neues, Kakaobohnen. Nehmen wir aber zuerst die Melonen mit, damit wir was zum Futtern haben. Ich glaube, eine können wir auch gleich essen. So. So, gleich haben wir's. Ich glaube, ich nehme die Axt, es geht schneller. Oder? Nee. Hä? Ist das ein neuer Bug? Weil vorher, also wenn man hier das Werkzeug wechselt, wenn man hier kloppt, dann geht es nicht mehr. Also ja, dann muss man wieder von vorne anfangen. Wurde wahrscheinlich in der neuen Version verändert. Gut, dann nehmen wir das noch mit. Lalala. Und dann können wir uns ein paar Kekse machen. Ach ja, was gibt's eigentlich Neues in Minecraft? Es wurde vieles Neues eingeführt, seitdem ich letztes Mal
den letzten Part, seitdem ich den letzten Part beendet habe. Unter anderem gibt es Kartoffeln, die wir für neue Tränke verwenden können. Und Karotten, mit denen man auch Schweine reiten kann. Ich glaube, das werden wir auch noch machen. Wir haben ja ein paar Sattel. Oder haben wir Sattel? Ja, ne? Ja, ich glaube schon, dass wir ein paar Sattel haben. Es wird schon lustig werden. So. Und wie gesagt, ich werde mich immer noch auf die 100 Folgen beschränken. Danach werde ich Minecraft aufhören. Auch wenn Staffel 2 heißt, dass eine Andeutung sein könnte, dass ich mehr machen werde. Aber naja. Vielleicht mache ich ja mal Minecraft weiter, wenn ich Lust habe. Aber es sieht eher schlecht aus, weil ich will Minecraft nicht auslutschen wie andere, wie andere Let's Player. Ich möchte hier keine Namen nennen. Gronk. Rahmschnitze. Okay. Also gut, Erze, Kies, Holz, NPC-Zeugs, Hund, Schaufel brauche ich, genau, ich glaube das Eisenschwert nehme ich auch gleich mit. Nemesis der Gliederfüße, komischer Name, naja. Ich nenne dieses Schwert Nemesis den Gliederfüßler, oh Gott. Hä? Was war das denn jetzt für ein Geräusch? Hast du das gehört? Warst du das, du blöde Kuh? Ich glaube, wir könnten die Kühe auch mal wieder ein bisschen paaren lassen. So, hier noch ein paar Melonen. Die können wir auch zusammen stacken. Das ist wieder zu einer Melone, wie sie da vorhin dran lag. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir genug gesammelt. Ja, vielleicht hier noch ein bisschen neu pflanzen. Zack, zack. Ich hatte unsere Farm nicht so groß in Erinnerung. Okay, ich habe nicht in Erinnerung gehabt, dass wir so viele Tiere hatten. Mu! Ach, du musst jetzt! Cool! Ja los, Mu nochmal! Mu! Du sollst Moon! Mu! Ach egal, das war gerade ein neues Gemuhe, habe ich irgendwie gehört. Nein, Hundis! Bewacht sie auch schön mein Haus voll. Zombies und so? Gut. Ich bin stolz auf euch. Ich glaube, wir brauchen mal wieder ein bisschen Fleisch, aber ich glaube, ja. Hier fehlt eine Tür. Oh mein Gott, das werde ich schnell korrigieren. So, zack, 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 zack. Und zack, Holztür. So, ich glaube, ich sage jetzt irgendwie sehr viel so. Naja. Wahrscheinlich, weil ich so viel Gronk geschaut habe. Der Gronk, das sagt ja auch immer in seinem Minecraft-Let's Play, so. Ach ja, es gibt übrigens neue Bilder, die wir hier anhängen können. So, Rahmen. Ach ja, was das Texture Pack angeht. Ich habe zwar eins runtergeladen, aber das sind nicht die neuen Objekte drauf. Also Silvester-Raketen und so. Und das möchte ich ja noch, zeigen. So, schon wieder. Ja, das ist auch übrigens neu, dieses Geräusch hier, wenn man läuft auf verschiedenen Materialien. Ach ja, genau, das wollte ich jetzt erfüllen. So, dann hier noch, schon wieder so, unglaublich. Also ihr könnt mich jetzt hauen, aber ich sag wirklich immer so. So, so, so. Wieso, weshalb, warum, ja. Okay, jetzt sage ich okay, das statt so genau. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Unser Haus hat mir ein bisschen korrigiert. Ich glaube, jetzt bauen wir uns ein paar Rahmen. Dafür brauchen wir Leder. Ich muss jetzt schauen, ob wir Leder haben. Ah! Ah! Gott verdammt! Hieß Holz! Erze! Was haben wir eigentlich für Erze? Ja, nicht mehr so viele. Wir müssen echt eine Höhlenerkundung machen. Ein Leder! Das ist immer wieder super. Bauzeugs. Das könnte man eigentlich brennendes Lehm. Was haben wir hier noch? Gleise, Schiene, naja. Wenn man Leder braucht, dann muss ich ein paar Kühe schlachten. Dafür brauchen wir wieder Getreide, um sie wieder hier. Gut, dann tun wir gleich das Zeug rein. Wir könnten eigentlich eine Sugarcane machen. Sugarcane, ich meine einen Kuchen. Wow, 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 ja wow. Das ist das gefüllteste Haus, das ich kenne.
glaube, hier sollte ich Licht hin machen, weil ich das Gefühl habe, dass hier ein paar Creeper spawnen, wenn es etwas heller ist. Dunkler meine ich, wenn es Nacht wird zum Beispiel. Ah, hier, Fackeln. So, Schmiede. Also ich ignoriere es einfach, wenn ich so sage. Ah, schon wieder das neue Gemuhl. Kommt her, kommt Papi, Papi. Irgendwie haben wir viel zu wenig Schweine, kann es sein, aber wir brauchen Kühe. So, hier. Verdammt, warum habe ich das gerade gemacht? Hä? Es gibt Experience? Okay. Okay, dann musst du jetzt leider ins Gras beißen. Dankeschön. Alles nur für Leder. Du bist zwar frisch verliebt, aber... Tut mir leid. Ich will das ja gar nicht. Ich will die Tiere ungern töten. Aber für Leder mache ich natürlich alles. Da sind mir die Kühe scheißegal. Ich glaub... Oh, bist du angepisst oder was? Ne? Komm her, ich habe ein Schwert. Leg dich nicht mit jemandem an, der ein Schwert hat. Hu, ha, hey. Aus dem Weg, ihr Schäfchen. An die neuen Sounds muss ich mich echt gewöhnen. Gut, jetzt brauchen wir Holz. Also ein paar Sticks, meine ich. 1, 2, 1, 2. Zack. Ach komm, das sind viel zu wenig. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann hier, zack, zack. Kann es sein, dass die Musik aus ist, oder ist sie einfach nur so leise, dass es niemand hören kann. So, das sind die neuen Rahmen. Ach komm, nehmen wir mal alles Holz hier. Wir sind ja nicht Mr. Krabs. Zack, 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 zack und zack. Wahrscheinlich hat es ja gerade in meine Maus getippt. Ich habe eine neue Maus, mehr oder weniger. Meine alte ist kaputt gegangen. Deswegen habe ich hier jetzt wieder eine Kabelmaus und die macht sehr viele Klickgeräusche. Es ist sehr laute Klickgeräusche. Okay, dann platzieren wir die einfach mal, und zwar Krempel, dann lasse ich einfach mal Holz, machen wir einfach mal hier, Kies, Erze, NPC-Zeugs, einfach mal hier nach der Reihenfolge. Okay, dann nehmen wir hier einfach mal ein paar Sachen raus, Holz zum Beispiel, nehmen wir mal das, oder nehmen wir mal so einen Stamm, wir sind hier nicht so geizig, zack, und platzieren es einfach mal hier auf den Rahmen drauf. So, ich glaube, das können wir sogar noch drehen. Naja, es sieht nicht so gerade berauschend aus, aber es, ja, kann man so anbieten. Das sagt der Grund auch immer. Oh, es wird Nacht, pen, 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 pen. Ich habe irgendwie Lust, jetzt ein paar Monster zu jagen, ich glaube, das mache ich. Ja, ja, Mausgetippe, hör auf zu nerven, scheiß Maus. Ich glaube, das lasse ich. So. Gut, dann gehen wir mal irgendwo hin. Außerhalb von unserer Base. An einer flachen Fläche ungefähr, würde ich sagen. Und tun ein paar Monster abschlachten. Und zwar schnell, denn es wird Nacht. Run for your life. Ich glaube, einen Hund nehme ich mit, sicherheitshalber. Komm mit. Komm mit. Hey, Zombie. Oh. Nee, doch nicht, weil die Hunde muss ich ja noch paaren lassen. Und wenn sie sterben, dann habe ich nur noch einen Hund, dann muss ich wieder einen neuen Hund suchen und so, ja. Gut, und gleich spawnen die Monster. Ich suche mir noch einen sicheren Punkt. Ich würde sagen, hier, ne? Hier sieht ganz gut aus. Das ist auch ein neues Geräusch, wenn man ins Wasser planscht. Hol! Und da ist die Kuh gespawnt. Eine Dark Kuh of Darkness. Was sind da hinten eigentlich? Na kommt ihr Monster, ich habe keine Angst mehr vor euch. Zumindest nicht hier an der Oberfläche. In den Höhlen ist es ganz ist es was ganz anderes dann. Ah, da ist schon ein Zombie, ein Skelett gespawnt. Na kommt her, ich habe keine Angst vor euch. Na kommt her! Wo seid ihr denn? Habt ihr Angst vor mir? Zwei Creeper. Bei unserem Haus dran. Das ist ja wieder super. Hm, ich glaube, ich muss ein bisschen rumlaufen.
ein Slime. Scheiße, die spawnen ja in, die spawnen ja jetzt auch in Sümpfen. Habe ich auch ganz vergessen. Und da ist ein Skelett. Ich glaube, das holen wir uns einfach mal. Und ein Creeper. Ein Slime. Mir ist es gerade nicht so ganz geheuer. Die Slimes jagen mir ein bisschen Angst ein, weil ich das nicht gewohnt bin, dass Slimes hier an der Oberfläche spawnen. Und Hexen spawnen auch, genau, aber momentan haben wir noch keine gefunden. Ach, und das Skelett greift uns an. Ich würde sagen, wir tauchen unter. Hey, wo ist es? Spinne? Ich glaube, ich spinne. Ach, da ist das Skelett. Hey. Lernen zielen. Ja. Los, komm her. Aha, erwischt. Hey, du cheatest. Man kann nicht unter Wasser schießen. Ah. Oh Gott. Verdammte Scheiße. Ey, ich schon wieder. Ich werde nicht creepieren. Scheiße, ich habe nichts zum Fressen dabei. Was ist denn da hinten eigentlich? Keine Ahnung, ich sehe es nicht so gut. Man kann ja ranzoomen, glaube ich, oder? Nee, Quatsch, ich habe Optifine ja gar nicht drin. Fail. Okay, das Skelett hat uns jetzt in Ruhe. Lässt uns jetzt in Ruhe. Bis jetzt zumindest. Los, nimm es als der Gliederflügel oder wie auch immer. Hehe, Experience. Da sind ein paar Zombies. Da ist eine Spinne. Noch ein paar Viecher. Ich glaube, ich lege mich mal mit der Spinne an. Komm her! Hab dich! Und ich glaube, Zombies, Creeper, oh Gott, oh Gott. Mit dem Creeper möchte ich mich jetzt nicht anlegen. Oder möchte ich das? Ich denke dauernd da hinten wäre ein Dorfbewohner, weil die Farbe der Dorfbewohner haben. Oh Gott, das ist 2012 hier vorne. Na, ich glaube, ich gehe mal ein bisschen dahin. Oh, ein verseuchter Dorfbewohner. Na los. Komm her. Dorfi, komm her. Ha, wo? Na los, Dorfi. Thaddeus, Zombie. Zombie Thaddeus, komm her. Hör auf zu cheaten. Er gräbt sich ein. Und bam! Und... Und ein kleines Slimechen. Komm her, Slimechen. Du kannst mir eh nichts antun. Oh, da kommt eine Spinne. Hi, Spinni. Ich glaube, Spinne! Oh, leck, leck, leck. Nein, nicht gut, nicht gut. Nicht gut, nicht nur gut. Puh, warten, warten, warten. Ist wie im Nether. Okay, weiter. Ah, ouch. Ich glaube, ich fresh mal ein bisschen Fleisch. Echo fresh. Ah. Ich bin fast tot, aber es ist mir egal. Denn ich esse jetzt einfach ein verrottetes Fleisch. Wenn ich das Auge fresse und vergiftet bin, sterbe ich. Oh, ein Monster-Slime. Direkt bei unserer Farm. Hey, runter von meinen Kürbissen! Runter von meinen Kürbissen! Verdammter Schleimer! Slimok! Und ein Zombie! Wo ist der? Ah, lass meine Tür, hier ist niemand drin! Oh! Wo ist der Slime?
Bam! In your face! Slimy! Und zwei Spinnen. Bis jetzt haben wir noch keine Hexe gefunden oder gar keinen Enderman. Sehr merkwürdig. Ah, soll ich mich mit den Spinnen anlegen? Ich glaube, ich friss noch ein bisschen. Ich muss die Lebensanzeige wieder auffüllen. Ich könnte da hinten die Kühe schlachten und das Fleisch dann fressen, aber da ist ein Creeper. Die Oktopusse kann man leider nicht fressen, oder? Vielleicht wurde das Neues eingeführt, dass man die fressen kann. So. Ach, gibt Experience. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Okay, ich versuche es einfach mal. Wir haben zwar nur noch zwei Herzen und wenn der Creeper explodiert, direkt in unserer Nähe, war es das, aber auch eine Spinne. Okay, ich probiere es einfach mal. Creepy! Na komm her! Ich tue dir nichts. Und nochmal! Ah! Ich dachte gerade, da wäre ein Jerky. So ein Spinnenreiter. Aber es war nur eine gewöhnliche Spinne. Hä? Wo ist die Spinne? Da hinten ist die Spinne. Na komm, du Pixel-Schlüssel. Du Pixel-Missgeburt. Oh, Missgeburt. Na komm, Spinne. Ich muss mir die Kühe schnell schnappen, bevor die Spinne uns bemerkt. Schade, dass man kein Creeper-Fleisch fressen kann. Das wäre auch ganz cool. Schnauze! Du tötest mich nicht. Ich bin hier am Wasser der Stärkere. Du kannst mich hier nicht anspringen. So. Und letztendlich haben wir jetzt auch ein bisschen Leder gefunden und es wird Tag. Müh. Müh. Gib mir deine Steaks. Dein Leder. Brauche ich alles. Ah, lass mir mal schön rohes Fleisch. Das macht der Grills auch immer. Ne, Quatsch, der kocht's immer. So, ich glaube, da hinten können wir uns einen Turm hinbauen, wenn wir so lustig sind. Ich glaube, ich gehe mal dahin. Ja, jetzt muss ich wieder ein bisschen quatschen, ne? Weil wir jetzt ein bisschen rumschwimmen. Wow, das ist die geilste Insel der Welt. Seht ihr das? Unglaublich, diese Insel. Ich glaube, diese Wörtschbänke hier sollten wir wegmachen. Keine Ahnung, was sie überhaupt hier suchen. Die mache ich später weg, wenn ich hier zurückkomme. Oder zurückschwimme, whatever. So, wir können mit dem Leder, was wir gerade hier jetzt haben, auch eine Lederrüstung machen, eine kleine. Komm her, euer Oktopusse, ich will euer Fleisch, ja. Ich will eure Tintensäcke haben. Klingt überhaupt nicht zweideutig. Tintensäcke. So, ich muss noch schauen, ob wir auch zurückfinden. Gut, unser Haus können wir noch erkennen aus der Entfernung. Und ich glaube, hier ist eine komplett neue Insel. Tundra-Biom. Jawohl, das scheint hier eine komplett neue Insel zu sein. Ein komplett neues Gebiet. Hä? Achso, ich dachte gerade, das wäre ein Slime, aber das sind nur wir. Lustig. Und ein kleines See. Ach, wie schön, da könnten wir uns auch einen kleinen zweiten Wohnsitz hier einrichten. Ach, wie schön. Oh, hier ist ein Slime in der Nähe. Und Eis. Hui! Eine Höhle. Oh, oh. Okay, die scheint eine größere Insel zu sein, als ich sie mir vorgestellt habe. Gehen wir mal am äußersten Rand, weil wenn wir hier mitten durchs Gebiet laufen, verirren wir uns wahrscheinlich. Jetzt aber.
Oh. So, ich glaube, diese Insel könnten wir uns abholzen und dann daraus eine Festung oder sowas errichten vor Creepern oder was weiß ich für Viecher. Oh Gott, diese Insel ist größer, als ich sie mir vorgestellt habe. Und zwar wirklich viel größer. Und da ist eine kleine Höhle. Hoffentlich kommt da nichts raus. Ich glaube, ich werfe einen Blick da rein. Toll. Ich dachte, das wäre eine Mega-Höhle und dann ist hier nur ein kleiner Pool da drin. Und ein paar Kühe. Gebt mir euer Fleisch! So, ich bin jetzt auf ein kleines Survival, der cool ist like. Hey. Da baue ich jedes Nahrungsdings, was ich nur finden kann. Hey. Was auch immer das war, es hat mich erschrocken. Das warst du wahrscheinlich. Ich hau dir jetzt... Ich näher mich dich und... Oh, er hat mich erwischt! Gut, Bear Grylls sagt immer, wir müssen erstmal, wenn wir eine Insel erforscht haben, immer den höchsten Punkt suchen. Und das machen wir jetzt auch. Ach, ein braunes Schaf. Eklig. Boah, kack. Und hoppa. Ich glaube, das braune Schaf lasse ich, weil es braun ist. Ich will ja kein Rassist sein. So, auf den Baum können wir uns leider nicht stellen, weil... Oder, ich probier's mal. Oh. Ich renne irgendwie viel zu viel, weil ich ja immer auf Peaceful spiele und da juckt's mich nicht, wenn man Nahrung verliert, weil es auf Peaceful ja eh immer regeneriert wird. Ja, das ist schon eine große Insel, da könnten wir einiges Holz uns abernten. Aber wir sind ja eh in der Nähe eines Tundra-Bioms bei unserem Sumpfbiom. Das heißt, man kann sagen, wir sind von zwei Tundra-Biomen umzingelt. Weil es ist ja noch einer da, wo wir eigentlich ursprünglich gespawnt sind. Auch da ist auch noch ein Tundra-Biom. So, ich glaube, ich gehe mal wieder zurück, bevor es wieder Nacht wird. Ja, wir haben noch genug Zeit. Ich glaube, ich fresse mir noch ein Fleisch rein. Und ich glaube, ich mache noch ein kleines Aufnahmepäuschen, um zu schauen, ob ja, ob alles wieder ordnungsgemäß ist. Ich möchte Minecraft halbe Stunden Parts jetzt wieder machen. In den letzten Parts waren es ja nur 20 Minuten. Das fand ich nicht so ganz gut. Und da ist wieder eine kleine Insel. Ich wette, diese Insel ist größer, auch wieder größer, als sie aussieht. Ich bin gerade überlegen, ob ich hier gleich spontan ein Haus bauen soll. Und so ein Holzfällerlager hier errichten sollen, hier auf dieser Insel. Auf diesem kleinen Dingsbums da. Ich glaube, das mache ich sogar. Ich kann hoffen, dass wir wieder zurückfinden. Ansonsten müssen wir uns wieder einen Kompass craften und so, ja. Und komplett wieder von vorne anfangen. Quasi. So, erstmal einen Crafting Table, das ist immer gut. Die heißt ja jetzt, na, Werkbank heißt die immer noch. Aber, ich habe gerade irgendwie gedacht, dass die umbenannt wurde, im Deutsch zumindest. Habe ich mich wohl getäuscht. So, jetzt mit einem Steak gegen das Holz hier hauen. Oh nee, das ist Leder, stimmt. Mein Fehler. So, ich glaube für ein Haus reicht es noch lange nicht. Wir brauchen jetzt eine Holzaxt, kennen wir ja vom Anfang an. So, falls ihr nicht das kennt, dann falls ihr den Standard nicht kennt, dann schaut den ersten Part dieses Let's Plays an. Okay, kauft den Table nur wieder mit. Ich glaube, wenn es Nacht wird, verschanze ich mich hier auf dieser Insel, weil die können wir gut verteidigen. Das reicht noch lange nicht. Dann können wir uns nicht einmal ein Streichholz bauen. Ich dachte gerade, es wäre ein Hund, aber es war nur ein braunes Schaf. Oder ein Grafikfehler.
Schneller, 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 ich brauch... Oh Gott, ich brauch das Holz. Fick Holz, schnell! Es wird bald Nacht. Und dann muss mein Haus fertig sein. So, weg mit dem Rotz da, was sich Leaf nennt. Komm, da komme ich nicht gleich gescheit hin. Egal, das lasse ich jetzt einfach mal so, wie es ist. 64 ist immer noch zu knapp, ich brauche noch einen zweiten Stack, aber ich glaube, ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Ciao.